euch speziell hier mit dem zweiten Stock unserer Dauerausstellung eigene Exponate ausgesucht, die euch selber persönlich interessiert. Heute ist dann der Tag, wo ihr selber ein bisschen was davon erzählen könnt. In dem Rahmen heute hier habe ich halt die Kamera hier vorgestellt, und zwar die Ariflex 2C. Die wurde halt für das Boot entworfen von Just Volcano, der Kameramann für das Boot. Da ist halt das Problem, da kommt man halt schlecht durch diese kleinen Luken, die halt im U-Boot sind. Und dafür musste er dann logischerweise was entwickeln. Also das Alien, das Lieblingsexponat ist von mir, weil man kommt hier rein und sieht es direkt. Und im Film zum Beispiel sieht man nicht so viel vom Alien. Dann habe ich mich dafür interessiert, wie vielleicht das Alien eingesetzt wird. Also nicht als Ganzes, sondern dass es schon reicht, wenn nur eine Kleinigkeit zu sehen ist vom Alien, zum Beispiel eine Hand. Dass man dann schon sieht, wie das Alien so ist. Mein Lieblingsexponat ist das rote Kleid von Lola. Also ich finde es schön, weil es sehr weiblich ist. Ja, weil es so schön und so viele verschiedene Stoffe hat. Ja. Ist mir direkt ins Auge gesprungen, als ich das gesehen habe. Diese Figur wirkt irgendwie einerseits so richtig zerbrechlich, fast so porzellanartig, aber andererseits halt auch so ein bisschen skelettähnlich, das halt so voll gruselig wieder wirkt. Das ist ja generell von so Animationsfilmen oder so, dass man sozusagen ein bisschen rumexperimentiert, was wirkt gut. Und das war halt auch was davon. Also ich denke mal, jeder von euch kennt Star Wars. Und so haben wir hier einen Darth Vader Helm, der wurde für die Beleuchtung verwendet. Einmal Yoda und einmal Darth Vader finde ich die besten Charaktere. Und letztendlich habe ich mich dann für Darth Vader Helm entschieden. Ich freue mich auf die nächsten Episoden, wie ich es noch nicht geschaut habe. Bei der Blechtrommel ist es so, wenn man bei ungefähr sich mit Farbsymbolik auskennt, dann weiß man, dass eigentlich Rot mit für die Schuld steht, wie mit dem roten Kleid. Weiß, da denkt man auch sofort zum Beispiel an Engeln oder an kleine Mädchen mit weißen Kleidern, also im Grunde Unschuld. Und deshalb habe ich mich einfach für die Blechtrommel entschieden, weil es das beste Beispiel ist, wo man die Farbsymbole anwenden kann. Falls Leute näher kommen wollen, also ihr könnt es euch gerne anschauen. Ein bisschen nah an der. Ja, war halt sehr lustig, Spaß gemacht. Dann waren diverse Schreibworkshops noch gewesen. Also wir hatten einen Schreibwerkstatt zum Beispiel. Wo wir uns in einem Film dann hineinversetzen sollten. Ihr habt die Möglichkeit, in euren Lieblingsfilm einzutreten. Und eure Aufgabe ist zu zeigen, was passiert. Wie bin ich? Wie verändert sich diese Welt? Wir haben 30 Minuten Zeit. Ja, 30 Minuten könnt ihr in euren Lieblingsfilm eintreten. Und es war eine sehr interessante Erfahrung, weil man nochmal ein bisschen anders auf den Film geguckt hat. Und Interviews hatten wir auch gehabt. Dann fangen wir mit der zweiten Frage an, und zwar, was sind deine Lieblingsgenres? Okay, das war jetzt eigentlich so meine erste Frage, die überspringe ich jetzt einfach mal. Dann gehen wir zur dritten Frage, und zwar, wovon hängt das quasi ab, ob du einen Film magst oder nicht? Achtest du da auf bestimmte Sachen, auf den Content, sind es die Schauspieler? Kommen wir zur nächsten Frage, und wieso nimmst du an diesem Projekt teil? Da haben wir uns Objekte ausgesucht, die uns gefallen haben. Wir haben ein Foto davon gemacht und da haben wir es dann analog entwickelt. Es war auch auf jeden Fall interessant, weil ich noch nie vor einem Fotolabor war oder so. Bei der Filmentwicklung, also da haben wir mal gesehen, wie man halt einen Film entwickelt, richtig schön im Labor. War ganz cool gewesen.